Mahlzeit. So, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, gibt es ein neues Update. Und dieses Update finde ich super, da es viele neue Sachen gibt. Fangen wir mit dem ersten gleich mal an. Wenn ihr euch jetzt hinhockt und springen drückt, steht er wieder auf. Hat er vorher nicht gemacht, war auch zum Teil echt übelst nervig. Was ich auch übel geil finde, ist, Leute, zieht euch das mal rein. Rallye-Gurte, Schalensitze, Rallye-Lenkrad, was haben wir noch? Und einen übelsten Drehzahlmesser. Wenn das mal nicht geil ist, oder? Ansonsten gibt es hier leider nichts Neues in diesem Katalog, obwohl in den Update-News noch was von Roll Cage steht, was meiner Meinung nach was mit Überrollkäfig zu tun hat. Jo, was gibt noch? Angeblich gibt es jetzt einen Kerzenschlüssel. Oh, was habe ich denn jetzt bestellt? Keine Ahnung. Ja, Kerzenschlüssel. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ist der jetzt hier im Regal mit? Ist der irgendwo anders? Ist der jetzt hier drin? Ah, sieh an. Hallo? Ja. Den braucht ihr jetzt, wenn ihr meine Autobau-Videos gesehen habt. Den braucht ihr jetzt für die Zündkerzen. Die könntet ihr vorher mit der Hand einfach reindrehen. Ist aber nicht so wild. Sollte ja eigentlich jeder wissen, dass man für Zündkerzen einen Kerzenschlüssel braucht. So, allerdings ist mein Auto echt ganz schön verbeult nach dem letzten Highspeed-Crash. Wer das Video gesehen hat, wird bestimmt schön gelacht haben. Ja, ich habe das Fahrzeug gebogen. Wundert euch nicht über die Farbe. Diese wurde zum Teil mit dem Update resettet. Also ist natürlich ärgerlich, wer eine teure Lackierung drauf hatte. Darf die ganze Karre jetzt neu lackieren. Aber was will ich euch zeigen? Nun, da wir ja die Tuning-Teile jetzt nicht einfach in diesen Schrotthaufen hier einbauen können, müssen wir die ganze Karre schick machen. Nun, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt entweder hier mit diesem Hammer, wenn ich ihn mal kriegen würde. Hallo Hammer. So, mit dem Hammer versuchen irgendwie eure Teile hier auszubeulen. Aber das kann ich euch jetzt schon versprechen, wird euch mit Sicherheit nicht so ganz gelingen, weil ihr macht irgendwie mehr Schaden, wie ihr gut macht. Also Hammer, falsche Wahl. So, ihr könntet in die Werkstatt fahren und einen Haufen Kohle bezahlen, damit ihr euch die Karre ausbeult. Habt aber dann das Problem, dass jedes Teil, das ausgebeult wird, eine andere Farbe hat. Was auch scheiße ist, meiner Meinung nach. Also, ich zeige euch jetzt den Weg, wie ihr dieses Auto kostenlos in einen tipptopp ausgebeulten Zustand zurückversetzen, erneuern könnt, wie auch immer. Dafür gibt es auf jeden Fall erstmal einen Daumen hoch. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst ganz einfach in eurem Spielstand die sogenannte Mesh Save TXT löschen. Natürlich müsst ihr vorher das Spiel beenden, richtig beenden, also das Spiel komplett ausschalten. Ihr seht in meiner Taskleiste, es ist aus. Ja, löscht einfach diese Datei, startet euer Spiel neu und schon ist eure Karre glatt gebügelt wie ein Babypopo. Geile Sache, oder? Komm, schon allein dafür gibt es einen Daumen. Ha, geht übrigens wunderbar, also ihr habt wirklich nicht eine Beule mehr in dem Auto. Gut, mit der Farbe muss ich jetzt leben. Aber egal, zurück zum Update. Was machen wir auf jeden Fall? Wir brauchen ganz dringend, warum auch immer hier der Brief liegt. Moment, ich muss jetzt erstmal entsorgen hier. Weg, braucht kein Mensch. Ich will doch hier Teile bestellen. Auf jeden Fall will ich den Rentaho. Halt, nein. Ich will die Gurte, ich will die Sitze und ich will das Lenkrad. Mehr gibt's ja leider. Leider hier nicht. Ich frage mich wirklich, wo der Überrollkäfig ist. Ach, dieser Brief, die spawnt. Okay. So. Jetzt haben wir allerdings das Problem, es ist ziemlich spät am Abend, oder? Ist es spät? Oder ist es einfach nur dunkel? Naja, gut, es ist relativ später Nachmittag. Okay. Quatsch mal noch ein bisschen. Es ist auf jeden Fall die Abkürzung
am See entlang, angeblich gefixt. Keine Ahnung, habe ich jetzt soweit noch nicht überprüft. Den ganzen Trinken war sein Bier. Dann wurde das, war das laut, das grüne Fahrzeug mit dieser schönen Bum-Bum-Musik leider entfernt. Dieses Fahrzeug gibt es nicht mehr. Es gibt aber dafür ein neues Fahrzeug, gegen das ihr Rennen fahren könnt. Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Was gibt es denn noch Neues? Die Türen wurden etwas verstärkt. Ein komischer Sprunghügel. Der Death Bump auf der Heimstrecke. Keine Ahnung, habe ich noch nie getroffen wahrscheinlich. Ja, gut. Ein paar andere Fixes. Hier ein paar Fixes. Da ein paar Fixes. Okay, um die Rallye zu fahren, braucht ihr jetzt auf jeden Fall die neuen Teile. Fix. Okay. Bremsflüssigkeit-Leck. Müsst mal auf längere Zeit. Mal nachschauen. Ah, und die AI-Fahrzeuge, also die NPC-Fahrzeuge, spawnen jetzt random. Das machen wir. Lackieren wir die Karre erstmal wieder. Ja, keine Sau aus hier. Das können wir doch so nicht lassen. Meine Güte, Nee. Der gute Metallic-Lack. Machen wir halt doch schön erstmal Rostschutz. Bäh. Wo ist denn mein Carbody? Hier ist Carbody. Oh Gott, wie ist denn hier? Ist ja jetzt wirklich alles entlackt. Okay. Würde mich mal interessieren, ob euer Fahrzeug auch wieder ohne Lack da stand. Oder ob das wieder nur bei mir passiert. Aber egal. Ist ja schnell lackiert hier. Weil wir müssen eh noch ein bisschen Zeit durchschlagen, dass wir dann in die Stadt fahren können. Und die neuen Teile holen. Yeah. Wo ist die schwarze? Ja. Überall liegt Bier rum. Zack. So. So weit, so gut. Ja, abgeräumt. So, und jetzt ziehen wir auf jeden Fall zur Sicherheit das Telefon raus. Nicht, dass uns dieser Besoffene wieder nervt und wir die ganze Nacht nicht schlafen können. Na, fix pennen. Oh, was da? Oh, da ist ein neues Plakat. Hab ich noch gar nicht gesehen. Na klasse, jetzt ist wieder finster. Was zum Geier ist das? Wo ist meine Taschenlampe? Hä? Cool. Okay, gibt's jetzt hier auf dieser Karte ein Konzert? Cool, Julia. E-Boot 10 mk. Kann man jetzt hier auf ein Konzert gehen? Das wäre mal der Hammer. Die Taschenlampe noch ein. Na, egal. Gut, es ist früh am Morgen. Wir müssen pissen. Wir gehen erstmal pissen. Gehen wir pissen. Gut. Ah. Meine Pisse leuchtet im Dunkeln. Gibt es eigentlich eine Option in neue Sachen? Graphics. Show FPS, Sunshafts, okay, Blumen, mach mal alles an. FPS zeige ich euch nicht, weil, ne. Car Controls, ja, alles gut. Ja, sieht auf jeden Fall jetzt nicht viel anders aus, muss ich so feststellen. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Also, nix noch was essen, hallo. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Es hat kurz geruckelt. Gut, das werden wir doch über längere Zeit testen müssen. Saturday. Ah, da gibt es bestimmt wieder keine Tuning-Teile und der Shop ist zu. Na egal. Würde mich echt mal interessieren, ob... Wo es den Überrollkäfig gibt. Würde mich wirklich interessieren. Ah, Brief vergessen. Mann. Ja, Fuchs, reiß dich zusammen. Die Aufregung. Aha, der Brief der Teile. Ja. Oder fahr ich mit dem Bus? Ich meine, die Karre hatte echt einen bösen Unfall. Ja, ich fahr mit dem Bus. Ich, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Nicht, dass mir jetzt hier unterwegs noch ein Motorplatzer passiert. Ja, echt tragisch. Hallo, Tür. Weil, wer weiß. Gott, ist die Scheibe dreckig.
Ja, wie gesagt, die Abkürzung in die Stadt ist angeblich jetzt blockiert. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht probiert, weil ich sowieso mit Vorliebe die Strecke durch die Stadt fahre. Also die normale Standardstrecke. Wer weiß, man sieht dort nette Leute. Also, wir sehen uns in der Stadt wieder. Das war das. Ist euch aufgefallen? Irgendwie gibt es hier neue Schilder. Oder gehören die jetzt zur Rallye? Keine Ahnung. Oh. Was ist zum Henker ist das? Hallo, mein Freund. Ich glaube, das ist das Ersatzauto für den Grünen. Ach, du Scheiße. Jetzt ist hier die ganze Zeit Mucke. Gut, so ein Kack. Ah, ja. Okay, what the fuck, wer bist du denn? Plopp, drin. Bist du der Endgegner? Hä? No, ei jaksa kattoo sun naamaas. Oh. Hallo, geht's noch? Ja, Vollidiot. Der Typ macht mir echt ein bisschen Angst. Ey, ich will auch so ein Driftauto haben. Okay. Ich würde sagen, unser Freund hat noch ein paar Probleme mit dem Autofahren. Oder keine Ahnung. Komm, Mensch, die Kiste ist doch warm. Müsst doch anspringen hier. Ich muss eigentlich nur die Scheibe einschlagen, dass ich hier noch heute noch tanken kann. Klasse, jetzt hängt er so drüben am Berg fest. Herrlich. So. Zapfsäule einschalten. Oh! Was? Wie jetzt? Wo? Wo ist der Schalter hin? Will er mich verarschen? Aha. Okay, das finde ich jetzt aber nicht schön. Wo ist der Schalter hin? Mann! Kann ich jetzt einfach so tanken oder muss ich jetzt ernsthaft warten? Also wenn ich warten muss, fahre ich wieder zurück. Na klasse. Gut, okay. Unser Kumpel hat echt Probleme mit dem Autofahren. Naja, was ist. Auf jeden Fall halten wir an der Werkstatt nochmal ein. Mach's gut. Mann, der sollte echt mal Auto fahren lernen.
schauen, ob der Kumpel offen hat. Ja, zwar nicht, aber... Wow, macht er nicht. Oh, hier liegt sogar noch was rum. Ha! Nehmen wir doch gleich mit. Handbremse. Wir müssen Sprit sparen, weil wir nicht mehr viel Sprit haben. Oder Diesel, wie auch immer. So. Okay, die Tür ist zu. Und kein Katalog da. Na gut. Dann eben ein andermal. Aber wieso liegt hier eine Kiste Bier rum? Wieso gewittert es schon wieder? Ach Mann, ist aber nicht schön, dass es hier so rumgewittert. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich habe Probleme mit dem Mikrofon gerade, oder? Laut, leise? Naja, schade. Also wenn der Stream, Video von der Audioqualität nicht ganz so der Brille ist, Entschuldigung. Ah, so. Deckel zu. Na, ab nach Hause. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Teile da sind. So, ich habe gerade einen Anruf bekommen und meinen Bus getankt. Wenn er mal hier wieder zugehen würde. Ja, er geht natürlich nicht zu. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt. Genau, ich habe einen Anruf bekommen. Meine Teile sind da. Also, was steht an? Ach ja, Moment, ich muss euch noch was zeigen. Hab gerade eine Probefahrt gemacht, weil ich doch nicht keinen Diesel mehr hatte. Und habe unterwegs meine Stoßstange verloren. Was natürlich sehr, sehr, sehr tragisch ist. Aber naja, was soll's. Vielleicht findet man sie ja wieder. Vielleicht aber auch nicht. Und? Ich weiß, wo es den Überrollkäfig gibt. Ach, die Karre springt immer noch so schlecht an. Dafür kann man das Ding fast auf der Stelle wenden. Also, ab in die Stadt. Ich habe euch den Weg, wie man herfährt, jetzt das zweite Mal einfach erspart, weil ich glaube, ihr wisst, wie man in die Stadt fährt, oder? Unser Kumpel ist, Gottes Willen, ist der bescheuert. Was kann der überhaupt? Also, liebes Entwickelteam. An diesem gelben NPC-Auto solltet ihr echt mal noch ein bisschen arbeiten. Ja, Gott sei Dank, der Shop hat noch oben. 6000 Latten. Na, hier haben wir ja, ein Bier im Auto. Mariotta. Und passt das hier durch? Ja! Gott sei Dank, die haben den Beutel auch gefixt. Endlich keine hässlichen Beulen mehr. Ich habe übrigens meine Stoßstange auf dem Weg hierher gefunden. War jetzt gar nicht so schwer. Oh, ich glaube, das sind die Sitze. Das sind diese übelst geilen Sitze. Hopp. Oh Mann, was habe ich denn überhaupt alles bestellt? Gurte-Sitze. Oh, hochempfindliche Elektronik. Sollte man jetzt nicht so rumwerfen. Also am Shop, die Geräuschkulisse ist jetzt echt der Hammer. Die ganze Zeit. Also wenn das das Fahrzeug sein soll, gegen das man ein Rennen fahren kann,
Ach du Scheiße. Hey. Diesel. Wir brauchen wieder Diesel. Echt belastend, ne? Die ganze Zeit diese. Oh, Hilfe, Hilfe. Hey. Soll's tanken? Hallo? Also, manche Sachen sind echt noch relativ schwierig zu machen. Entschuldigung. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man im LKW jetzt auch sterben kann? Ja, der LKW ist nicht mehr das sicherste Fahrzeug. Die Zeiten sind vorbei. Also, macht ab sofort vorsichtig, wenn ihr mit dem LKW unterwegs seid. Gottes Willen. So. Den Weg zurück solltet ihr eigentlich auch kennen, oder? Ja, sind wieder zu Hause angekommen. Handbremse lösen. Ach man, warum klingelt denn schon wieder das Telefon? Meine Güte, könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Einmal! Hab ich denn jetzt wieder angestellt? Achso, ich hab Sprit geklaut. Ah, ist okay. Ich hab Sprit geklaut. Essen. Gottes Willen. Essen. Durst habe ich auch und müde bin ich auch. Aber ich will die Teile noch einbauen. Scheiß auf die Müdigkeit. Wir bauen die Teile noch ein. Ja. Hey, Tür geht zu. Ah, natürlich aber erstmal ausladen. Hoppa. Hey, aua. Nein, da fällt einem auch mal der Kofferraum. Deckel auf den Deckel. So, was haben wir denn hier Schönes? Jawohl. Das ist doch mal ein Lenkrad. Das ist doch mal was. Da. Das wird wahrscheinlich unser wunderschöner Drehzahlmesser sein. So. Zack. Schön. Falsch rum, aber schön. So, was haben wir denn noch Schönes hier drin? Es gibt so viele schöne Sachen. Das sind mit Sicherheit die Gurte. Hey, Sicherheit geht alle an. Ja, sind die Gurte. Müsst ihr ja, wie die aussehen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favorit. Hallo, duck dich. Das sind 100 Pro, sind das die Sitze. Und da freue ich mich ja schon wie Sau drauf. Bam! Leute, das ist geil. Mann. Wer hätte gedacht, dass jemals so ein geiles Zeug in dieses Spiel kommt? Oh, geil! Da haben wir mal ein Bier können, ne? Oh. Leute. Jetzt wird hier wirklich ein Rennauto draus. Oh. Das gefällt mir. Bucket Seat Passenger. Den können wir gleich mal hier rüberstellen. Tja, dann wollen wir mal die alten Sitze rausreißen, oder? Schlüssel 9. 4 Schrauben, Größe 9. Ah, wer hat sie noch gewusst? Wer hat sie noch gewusst? Auswendig. Und wer weiß, wo die ganzen Schrauben noch sind? Oder habt ihr euch alle nur meinen Spielstand runtergeladen? Na dann könnte es schwierig werden, dass ihr die Schrauben findet. Aber ich zeige sie euch ja zum Glück nochmal. Aber ich finde hier die Schrauben heute selber nicht. Da ist er. Zack, Sitz 1, raus. War die jetzt schon ganz locker? Ja. Auf jeden Fall sollten wir die Tür mal aufmachen. Wenn wir ein bisschen besser rankommen.
Und dann... Oh, halt. So. Hallo, Schraube. Da bist du. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Da bin ich ja mal gespannt hier, wie das aussieht. Komm rein, komm her, komm her. Jawohl. Und zack. Sitz 2 raus. Gottes Willen. Aufräumen können wir später. Jetzt kommen erstmal die Sitze rein. Ja, einfädeln. Boah. Na, wenn das mal nichts ist. Jetzt sieht man auch die Schrauben gleich viel besser. Jawohl. Ihr könnt natürlich auch nur einen einbauen, aber irgendwie... Ah, ich mag irgendwie zwei. Keine Ahnung warum. Ich möchte zwei Sitze haben im Auto. Kann man den Besoffenen in den Schalensitz packen. Anschnallen, Rallye fahren, Besoffenen mitnehmen. Ah, wir können noch so viele lustige Sachen veranstalten. Sollte ihn auch wirklich versuchen, halbwegs gerade zu nehmen. Jawohl. Na, das ist doch was. Das ist doch was. Gefällt mir wie Sau. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen leise rede, aber irgendwie... keine Ahnung, habe ich mit meinem Mikrofon-Setup gerade ein bisschen Probleme. Weil, naja. So, rein mit der Schraube. Oh nein, ich bin echt verdammt müde. So, erstmal raus hier. Optik-Check. Jawohl. Na, das wäre nichts ist. So, jetzt meine Gurte. Hier habe ich nur einen. Wo baue ich eigentlich die Kurte ein? Ah, okay, ich habe quasi nur einen und der hängt hier einfach mal nur in der Luft. Hm. Okay, den muss ich quasi auch irgendwie den festschrauben. Ah, gut, da können wir uns später drum kümmern. Können wir uns später drum kümmern. Ich glaube, das liegt daran, dass noch kein Überrollkäfig eingebaut ist. Den baue ich aber erst im nächsten Video ein. So, wo kommt jetzt diese Anzeige hin? Ist das euer Ernst? Da sehe ich doch vom Tacho gleich mal gar nichts mehr. Hab dann quasi keine Ahnung mehr, wie schnell ich fahre. Okay. Gewöhnungsbedürftig, aber ist in Ordnung. Kann man hier irgendwas umstellen vielleicht? Shift Light Adjust. Boah, Moment. Mal gleich mal ausprobieren. Nicht schlecht, oder? Oh. Das war jetzt so nicht geplant. Passiert da was? Ah. Okay, wenn ihr hier am Mausrad dreht, könnt ihr quasi euer Schaltlicht justieren. So, ist gut. Knapp über 7000. Fein. Fein, 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 fein. Gefällt mir. So, was haben wir denn noch? Ach, das Lenkrad, das Lenkrad. Das war denn gleich das Lenkrad für Größe. Mann, 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 Mann. So viele geile Sachen. Das Lenkrad, 13, 10? Ich dachte, das Lenkrad war 10. Ja, Lenkrad war 10, Gott sei Dank. Ja, man vergisst eben doch nicht alles. Ups, mein Lenkrad ist abgefallen. Nun, sieht jetzt nicht unbedingt so viel anders aus. Aber irgendwie doch. Ah, es ist länger. Okay.
Leuchtet mir natürlich ein. Sehr schön. Na, wenn das nichts ist, oder? Mann, Mann, Mann. Geil. Übelste Sitze, übelstes Lenkrad, übelster Drehzahlmesser. Freut mich. Haha, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Super Update. Wow. Gut. Jetzt muss man nur noch rausfinden. Also, ich weiß es ja schon, wo es den Überrollkäfig gibt. Dann bauen wir den Überrollkäfig mal noch ein in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem gelben Kunden am Shop so anstellen können. Mann, gerade eine Beule reingehauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich nochmal bei all meinen Abonnenten, die mich so toll unterstützen und immer wieder schreiben und sich freuen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Livestream. Wann der sein wird, kann ich euch leider jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Also lasst vielleicht noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.